Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid am Release-Tag von Little Big Workshop bei diesem Spiel. Am 17. Oktober streamen wir. Das Spiel ist das Erstlingswerk eines schwedischen Entwicklerstudios im Besitz des Publishers. Die Publisher sind eigentlich zwei Firmen, eine kleine im Besitz einer größeren. Die kleinere Firma sitzt in Giebelstadt in Bayern, die heißen Handy Games. Und die wiederum gehören seit einiger Zeit zur THQ Nordic Familie, also zur Firmenfamilie. Die besitzen verschiedene Entwicklerstudios und die gehören da jetzt mittlerweile auch dazu, haben dadurch mehr Geld bekommen, steht mehr Geld zur Verfügung, um ihre Spiele ein bisschen größer rauszubringen, aber beidesgehend arbeiten die doch selbstständig immer noch bei Handy Games. Und die größere Firma ist ja THQ Nordic, das ist dieser schwedisch-österreichische Konzern, kann man mittlerweile sagen, den auch andere Firmen gehört, wie zum Beispiel das Deep Silver Label, Koch Media oder auch die Gothic und Elix-Entwickler mittlerweile auch zur THQ Nordic-Firma dazugehörend zur Familie. Und dieses Entwicklerstudio, das Mirage, die sitzen in Stockholm, glaube ich, in Schweden auf jeden Fall. Das ist deren Erstlingswerk. Das Ganze sieht furchtbar knuffig aus. Furchtbar deshalb, weil man kann sagen, ja, einerseits schön und gut, ich kann mich nach Feierabend zurücklehnen, entspannen und sehe ein paar hübsche kleine Gartenzwerggestalten hin und her wuseln, aber manchmal geht ja diese knuffige Grafik damit einher, dass ein Spiel zu casual-mäßig ist, also zu leicht. Und so, dass man sich zwar entspannen kann, aber dass man sich nur entspannen kann, das ist ja ein bisschen anders. Also ich habe es ein bisschen schon ausprobieren können, seit einer Woche mich immer wieder so ein bisschen einspielen können und es ist schon ein bisschen mehr, also auch für Leute, die Strategiespiele mögen, wie ihr und ich beispielsweise. So eine kleine Denksportaufgabe ist auf jeden Fall drin und bisweilen auch eine größere, je nachdem, was man für Ansprüche hat, wie sehr man das Spiel, die Abläufe in der Firma auch optimieren möchte. Da gibt es doch viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Schauen wir uns gleich mal zusammen an. Auf Twitch und auf YouTube mittlerweile über 200 Zuschauer da. Liebe Grüße an euch alle und liebe Grüße auch an meine Cook-Kommentatorin und Chatman-Moderatorin. Das ist Kari. Hallo Kari. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du mit dabei bist. Wir legen gleich mal los. Das Spiel, wenn ihr es euch kaufen möchtet, wäre meine Empfehlung GamesPlanet. Dort gibt es einen Community-Gutscheincode, den ich euch organisiert habe, unter dem Gutscheincode LittleBigBull. In Kombination mit meinem Shop-Link bei GamesPlanet könnt ihr auf die digitale Version, die es bei GamesPlanet ohnehin preiswerter gibt, nochmal 5% Zusatzrabatt bekommen. Die Infos findet ihr in der Textbeschreibung des YouTube-Streams und auch in den Chats auf YouTube und auf Twitch. Wir starten mal. Wir legen los. Ich starte ein neues Spiel und wünsche uns allen viel Vergnügen. Und schaut euch mal das hier an, wo wir sind. Das ist ein Tisch. Das ist die Grundidee vom Spiel. Stellt euch vor, ihr wacht morgens auf oder er kommt abends nach Hause, ich glaube, ihr wacht morgens auf, geht in euer Wohnzimmer und stellt fest, über Nacht haben sich dort kleine Figürchen sesshaft gemacht, sind auf diesem Zeichentisch in eurem Wohnzimmer oder in eurem Arbeits- oder Bastelraum oder wo auch immer. Ihr seht da liniertes, kariertes Papier, Konzept- und Bastelpapier und plötzlich sind da ganz viele kleine Leute. Da seht ihr einen kleinen Taschenrechner und eine Kaffeetasse und Klebeband und Bleistifte und alles Mögliche. Im Hintergrund noch Regale und Kartons, ein paar Stühle rund um den kleinen Tisch und da drauf sind plötzlich, ja, Gartenzwerge, Heinzelmännchen, nennt ihr wie sie wollt, kleine Gestalten, die ihre eigene kleine Werkstatt basteln. Und wo ihr wiederum denen ein bisschen helfen könnt bei dem Aufbau dieser kleinen Werkstatt, wo ihr den unterstützen oder die Arme greifen könnt. Es ist ein Tycoon-Spiel mit so ein bisschen Märchen-Aspekt, zumindest was die Grafik und die Grundidee betrifft. Wir wachen auf und haben mit Heinzelmännchen zu tun. Vielleicht kennt ihr die alte Kölner Legende von den Heinzelmännchen, die des Nachts alles in Ordnung bringen und in der Wohnung herumwuseln und irgendwelche Dinge machen und da tätig werden. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Wir gehen mal rein mit einem neuen Spiel. Man kann verschiedene Spielstände parallel anlegen. Wir brauchen nur einen kleinen Namen für unsere kleinen Abenteuer. Übrigens, wenn ihr der Meinung seid, ihr hättet gerne die Hintergrundmusik oder den Sound leiser oder lauter, sagt mir einfach Bescheid. Wir könnten zum Beispiel hier mit den Bullereien starten. Wir wollen ein paar Abenteuer bestehen, ein paar Bullereien erleben. Vielleicht auch ein paar Bullereien herstellen. Man kann sich alles Mögliche darunter vorstellen. Auf geht's. Ich kann aber nicht mit Bullereien starten. Vielleicht, weil ich schon mal eine Werkstatt mit dem Namen angelegt habe. Das könnte sein. Dann machen wir mal was anderes. Dann machen wir... Ach, es ist ja ganz naheliegend. Wir machen...
in Bulls Shop auf. Jetzt geht's auch. Auf geht's. Viel Vergnügen. Wir starten, legen los und... Mirage Games in Schweden. Das ist die Idee. Tür auf, Tisch an, Spiel an. Unser kleiner Little Big Workshop. Da starten wir gleich. Ein Drehscheibentelefon, Nostalgie pur, ein Holztisch. Und ihr seht auch anhand der Tischgröße, dass wir noch mächtig expandieren können. Wir fangen mit zwei kleinen Leuten an. Da sind sie. Ein Kahlkopf und jemand, ich weiß gar nicht, ob Männlein oder Weiblein. Oh, wir fangen mit zwei Männlein an. Das kann auch ganz anders sein. Und das Erste, was passiert ist, das Telefon bimmelt. Wir wollen mal rangehen. Hallo, ich habe gerade einen neuen Laden aufgemacht in der Nähe deiner Fabrik. Und da wir beide neu sind, ihr und ich, wir alle, können wir einander vielleicht behilflich sein? Kein Problem, kaufe dir eine Werkbank, ich rufe später nochmal an. Das ist das Tutorial, was wirklich nur die Grundfunktion des Spiels erklärt. Und was ich euch auch schon mal spoilern darf, schaut mal rechts oben, seht ihr das Fragezeichen-Symbol? Das ist echt cool. Man bekommt fast alles, das irgendwie relevant ist, hier erklärt in verschiedenen Kapiteln. Kann die da rein nach runter scrollen, die sind später auch vernetzt mit einzelnen Tutorial-Einträgen, die aufploppen. Kann das dann aufrufen, kann sich das alles dann während des Spiels oder zwischendurch anschauen. Während man dieses In-Game-Tutorial offen hat, diese Enzyklopädie, pausiert das Spiel auch. Die ist alles möglich erklärt und am Schluss gibt es noch Expertentipps mit kleinen Bildchen dazu. Spiel auch komplett auf Deutsch, wie ihr seht. Das ist gut gemacht, das gefällt mir. Interface kurz erklärt. Unten ganz viele Vorhängeschlösser. Die verschiedenen Spielmodi werden allmählich freigeschaltet über Forschung. Das heißt, je größer unsere Werkstatt oder unser Betrieb wird, je mehr Erfahrungspunkte wir bekommen, desto mehr zusätzliche Features werden freigeschaltet. Desto mehr werden zusätzliche und bessere Werkbänke oder Gerätschaften freigeschaltet, fortgeschrittene Gebäude, weitere Spielfeatures werden freigeschaltet, neue Planungseinrichtungen und so weiter und so fort. In Echtzeit, schaut mal, läuft das Spiel in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, die man einstellen kann. Wir können hier über den, da ist noch ein Vorhängeschloss drauf, in den Planungsmodus gehen, dann pausiert das Spiel auch komplett. Insgesamt relativ stressfrei. Also man kann sich zwar KI-Gegner anzeigen lassen, die im Hintergrund irgendwie auch animiert werden, aber das ist mehr so eine sportliche Herausforderung, dass man sich anschaut, kann, wie irgendwelche unsichtbaren KI-Fabriken auch noch wirtschaften, mit denen kann man sich dann messen, aber es ist wirklich komplett stressfrei und es ist wirklich kein Spiel, wo man graue Haare bekommt oder einem die Haare sogar vor lauter Stress ausgehen. Das hatte andere Ursachen. Wir gehen rein und kaufen mal im Arbeitsplatz, im Shop die ersten Sachen, auch hier die überall noch Vorhängeschlosse. Es gibt die Basics, die man hier kaufen kann. Man kann, schaut mal bitte unten links noch den Pausenraum. Oh, ihr könnt das nicht sehen, weil ich mit der Kamera davor bin. Ich werde mich selber mal ein Stückchen weiter nach rechts machen. So könnt ihr, glaube ich, alles besser sehen. Und gehe wieder ins Spiel zurück. Wir gehen hier wieder auf. Es gibt ja drei verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Man kann auch Pausenräume einrichten und dafür Dinge kaufen. Deko-Objekte kann man noch einkaufen. Die sind wichtig für die Energie der Leute, dass sie gut gelaunt sind, dass sie vom Lärm und dem Stress nicht gestresst werden. Da kann man noch Sachen bauen, dass es denen gut geht. Und hier kann man noch Zonen einrichten. Und später kann man noch ganz andere Dinge hier bauen. Man kann zum Beispiel hier weiter ausbauen, das Grundstück hier erweitern oder sogar Grundstücke dazu kaufen, also innerhalb dieser Baugrenzen hier weitere Gebäude setzen, Türen und so weiter oder sogar über diesen Bauzaun hinaus noch weiter bauen und noch mehr von diesem Tisch dann freischalten. Wir gehen rein ins Spiel und wollen mal hier eine Werkstatt bauen, eine Tischlerstation kaufen. Das ist so eine ganz elementare Geschichte. Die ist nicht sehr effektiv. Die Leute arbeiten mit reduzierter Geschwindigkeit, aber man kann fast alles damit machen. Wir holen uns die. Jetzt seht ihr auch, wie das, man hat so eine grüne Ansicht, wo man die platzieren kann. Wir haben drei Gebäude, mit denen wir starten. Mit der R-Taste kann man das drehen in alle Richtungen. Wir können auch schon mal grob überlegen, wie wir das Ganze machen. Wir werden uns mit den drei Räumen hier nicht begnügen. Wir brauchen später auch ein Lager. Man kann mehrere Lager machen oder ein zentrales, wie man möchte. Mindestens einen Pausenraum. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir später hier ein Lager bauen. Dass wir hier einen Pausenraum in die Mitte machen. Dass wir hier vielleicht eine Station einrichten oder mehrere Räume, die miteinander verbunden sind, wo wir ein Produkt bauen, hier eine andere Produktkette. Das wären so Möglichkeiten. Man kann alles aber später auch wieder versetzen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und ich werde mal diese erste Werkstatt einfach hier direkt in die Nähe hinsetzen. Direkt hier hin. Und platziere die hier. Und dann muss man das mit Grün bestätigen. Und Achtung, rechts auch erstmal kaufen. Ihr seht rechts,
dass man mit 20.000 Gold startet. Jetzt geben wir 2.475 aus. Und das wird jetzt geliefert. Achtung, hier links kommt ein kleiner LKW, den Tischrand lang gefahren, kommt zurück und hält in dieser Ladebucht. Das ist die Ladebucht A oder Alpha. Später kann man auch weitere noch platzieren. Jetzt kommt ein freundlicher Fuhrmann heraus. Man grüßt sich jetzt freundlich. Und er liefert erstmal alles an. Und unsere beiden Mitarbeiter, wir haben zwei Stück, quatschen erstmal kurz miteinander und dann gleich mit ihm, laufen hier rüber. Wisst ihr, warum der sich langsamer bewegt? Deshalb, ich mache euch mal die Ansicht hier an, die Hindernislinse. Je röter es etwas ist, desto langsamer bewegen die sich. Und je grauer es ist, desto schneller. Hier sind sie halbwegs schnell, jetzt werden sie wieder langsamer. Das heißt, wenn man die Räume zu dicht vollstopft, dann werden die Leute ganz langsam und bewegen sich langsam. Jetzt haben wir die erste Werkstatt gebaut. Ich mache die Hindernislinse wieder weg. Gehen wir wieder ans Telefon und mal gucken und bekommen jetzt sicher unseren ersten Auftrag rein. Wie sehr hast du eine Werkbank? Ich habe nur noch wenige Gartenzwerge auf Lager. Kannst du mir ein paar machen? Ich sehe doch schon welche im Spiel. Zwei laufen rum, aber wir wollen, glaube ich, noch welche extra machen. Wir machen keine Sklaverei, wir verkaufen doch nicht unsere Mitarbeiter an irgendwelche Leute. Das geht gar nicht. Es gibt 5 oder 6, ich glaube 5 solcher besonderen Abnehmer, mit denen man auch persönliche Geschäftsbeziehungen aufbauen kann, wie dieser grüne Ire, der im Gartenzwergkostüm da rumläuft und auch verschiedene andere. Je mehr Aufträge man für die erfüllt, desto besser werden die Handelsbeziehungen, desto bessere Deals bekommt man im Laufe der Zeit angeboten. Der erste Auftrag kommt rein, geschnitzter Holzzwerg. Man kann später auch Aufträge über den freien Markt annehmen. Da gibt es ein großes Angebot, das ist hier links. Schaut mal links unten, wo das Vorhängeschloss noch vor ist, das ist der Markt. Wir gehen rein hier. Zu Plan geben. Und das ist der Planungsmodus. Wir sind jetzt im Pausenmodus. Und jetzt wird alles gut erklärt. Das ist jetzt elementar. Das ist ganz simpel. Aber später können Pläne entstehen, die über zig Zeilen sind, über zig Spalten, die riesengroß sind, super komplex miteinander vernetzt. Im Laufe der Zeit sehr fortschrittliche und sehr lukrative Geschäfte möglich mit fortschrittlichen Produkten und riesigem Planungsaufwand. Wir fangen aber ganz klein an. Und beginnen hier mit nur einem Rohstoff, den wir brauchen. Alles, was eckig sind, sind Produkte oder Teile. Also entweder Zwischenprodukte, die wir herstellen, oder Rohstoffe, die wir uns holen. Das sind hier Tätigkeiten und das sind Endprodukte. Also eckige Produkte, hier, das sind die Aktionen. Dauern in dem Fall 30 Minuten im Schnitt, das ist nur eine Schätzung. Das kann schneller laufen oder langsamer, je nachdem, wie clever wir alles eingerichtet werden und eingerichtet haben. Das ist das Endprodukt. Rechts seht ihr an dem Arbeitsplatz eine Checkliste, die man der Reihe nach durchgehen kann. Hier sehen wir die Bestellung, einen geschnitzten Holzzwerg, seht ihr rechts oben. Plan 1, wir könnten denen auch Namen geben, wir können auch verschiedene Pläne machen. Und wir haben hier nur einen Holzklotz zur Auswahl. Später gibt es hier auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Wir nehmen erstmal nur den hier. Der kostet uns 6 Goldstücke im Einkauf. Jetzt müssen wir das hier mit Rechtsklick noch verbinden mit einem Arbeitsplatz. Das ist zu Beginn einfach. Wir haben ja nur eine Werkbank hier zur Verfügung. Wir klicken sie an. Sie ist verbunden. Und das würde jetzt 2 Stunden dauern im Schnitt, bis man einen geschnitzten Holzwerk geschafft hat. Das ist super simpel, wie gesagt, es wird noch viel, viel komplizierter. Achtung, dass man ganz schnell vergisst, das habe ich am Anfang so oft vergessen, die legen nicht erst nicht los, bevor er nicht einmal klickt auf Los. Und jetzt geht es los. Jetzt wird hier gebaut, die beiden. Wir starten mit 2 weißen Männlein, es sind auch farbige Fräulein möglich und alles andere noch. Der LKW kommt an, der Fahrer bringt die hier. Bringt erstmal alles an. Das ist jetzt vom Gameplay her wenig spektakulär, aber ich lasse das erstmal durchlaufen. Nochmal die Frage an euch, seid ihr zufrieden damit, wie es akustisch ist? Ich habe im Augenblick höre ich selber keine Musik, die kann ich auch gerne was lauter machen. Wünscht euch einfach was. Ganz viele Leute, fast 300 Zuschauer, die wir dabei haben. Liebe Grüße an euch alle auf YouTube und auf Twitch. Ihr seht hier Little Big Workshop, ein Spiel, das heute erst rausgekommen ist. Ein Industrie-Tycoon-Spiel. In Schweden entwickelt und in Deutschland gepublished bei Handy Games in Bayern. So, jetzt müssen wir aber erstmal sollten wir noch eine Zone machen, weil ansonsten wird alles auf den Boden gelegt. Das wollen wir nicht. Anfangs gibt es nur eine Zone, die man machen kann. Wir legen mal ein Lager, sagen wir mal, hier an den Rand hin. Und bestätigen das, machen das noch ein bisschen größer.
Tipps hierhin. Bestätigen das. Solche Zonen kosten nichts. Und hier wird das Zeug jetzt hingeliefert und jetzt wissen die, wo die das alles hinliefern müssen. Auf Dauer ist das wahnsinnig unkomfortabel mit diesen Lagerzonen, weil, entschuldigt bitte, ich habe mich verklickt, weil hier, ich zeige es euch bei der Hindernislinse, alles, was die hier reinlegen, sind Sachen, über die man im Prinzip auch stolpern kann und die einen ausbremsen. So droht, die Leute werden langsam. Das heißt, später sollte man Regalbretter und sowas kaufen, wo man die Sachen in der Höhe stapeln kann und die man dann auch in diese Lagerzonen reinbaut. Die müssen aber erstmal durch Forschung freischalten. Zeit vergeht ganz, ganz langsam und hier gibt es einen Fortschrittbalken. Und sobald wir die ersten drei Holzwerke produziert haben, können wir dann sagen, hol die bitte ab und dann kommt der LKW wieder zurück und die Welt ist wieder heil. Ich mache die Linse hier wieder weg und ich mache uns die Raumeffektlinse an. Und ihr seht ja zum Beispiel, könnt ihr das sehen, ja, ne? Laune minus 5. Das macht Lärm, die Arbeit hier. Speziell diese Werkbank, die macht Lärm minus 5. Dadurch sinkt die Laune der Mitarbeiter hier um minus 5. Und das ist nicht so gut, dann verbrauchen die mehr Energie oder müssen schneller wieder Energie, brauchen schneller Energie, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, es ist nicht gut. Aber da finden wir nachher Mittel und Wege, um die bei besserer Laune zu bringen. Es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Hier seht ihr rechts, die Herrschaften arbeiten Tag und Nacht durch. Die haben keine Bettchen, wo die schlafen gehen oder ähnliches. Wir können noch Tempo reinmachen. Aber der Tag- und Nachtwechsel und der Kalender ist wichtig für den Markt, weil es gab einen Marktzyklus, der läuft 7 Tage lang. Und nach 7 Tagen, nach einer neuen Woche, erneuern sich die Angebote auf dem Markt. Das sind halt nicht nur die Angebote von diesen speziellen Händlern, sondern auch Marktangebote. Und mit der Erneuerung der Marktangebote kann es sein, dass bestimmte Produkte, wo es vorher eine Nachfrage gab, da sinkt die Nachfrage oder die Preise steigen oder sinken oder die werden gar nicht mehr nachgefragt. Das muss man also immer beobachten. So, jetzt haben wir 2 fertig und wir können jetzt ausliefern. Wir klicken auf Ausliefern. Seht ihr wieder den LKW-Fahrer, der hier ankommt mit seinem LKW zurücksetzt. Und dafür sorgt, dass alles gleich abgeholt wird. Hup, hup. Es gab übrigens die Anmerkung, dass du dich doch mal rechts an die Kante des anderen Menüs schieben sollst, damit man die aufploppenden Nachrichten auch sehen kann. Rechts auf die Kante, dann sieht man aber das Geld nicht mehr. Nein, vor die Kante von der Menüleiste da. Vor die Kante der Menüleiste? Mhm. Was ist das, in die Mitte, oder? Ja, ziemlich mittig wäre das. Ich habe mich jetzt mal in die Mitte gesetzt und hoffe, dass euch das so recht ist. Du kannst mir gleich ja nochmal Feedback geben. Also Audioqualität scheint okay zu sein. Niemand beschwert sich. Ich mache mal testweise die Musik noch ein bisschen lauter und achte und guck mal, ob ihr euch beschwert oder nicht. So, jetzt haben wir das erste Geld eingenommen. LKW fährt ab und wir bekommen Geld, nämlich Erfahrungspunkte, 3375, die ploppen hier unten auf der Erfahrungsbalkenleiste auf. Die ist super wichtig, weil hier bekommen wir allmählich ein Fabriklevel. Und je höher das ist, desto mehr Forschungspunkte bekommen wir. Und die Forschungspunkte können wir dann ausgeben halt für immer komplexere Sachen und immer bessere Gerätschaften. Wir gehen in den Wirtschaftsstatistikbildschirm rein und sehen, dass wir gerade Geld erwirtschaftet haben. Achtung, noch ist diese Statistik gefaked. Hier fehlen nämlich noch Dinge, die uns eigentlich auch Geld kosten. Es wird uns so keine Miete berechnet für die Werkstatt. Grundsätzlich gilt, je mehr Quadratmeter Fläche wir hier haben, desto mehr Geld müssen wir die ganze Zeit ausgeben. Und die Arbeiter berechnen uns noch nicht ihre Stunden. Das war jetzt im Tutorial in der ersten Mission noch oder im ersten Auftrag noch nicht so der Fall. Das wird aber gleich der Fall sein. Deshalb haben wir diesen unfassbar hohen Profit gemacht. Das wird gleich viel weniger sein. Wir gehen wieder raus. Klingeling! Da bin ich wieder. Die Zwerge verkaufen sich super. Ich möchte mehr davon verkaufen. Kannst du mir Regale dafür bauen? Und jetzt wird es das erste Mal ein klitzekleines bisschen komplizierter. Und wir gehen wieder in die Produktplanung. Die Aufträge ploppen immer rechts auf, also die man gerade hat. Man kann natürlich auch mehrere Aufträge reinbekommen und je größer die Fabrik wird, kann es sein, dass man die auch dann priorisieren muss oder sollte. Das heißt, dass man an den einzelnen Geräten angibt, zum Beispiel mit welcher Priorität was gemacht wird. Man kann, je größer die Aufträge werden, auch
verschiedene Leute an verschiedenen dieser Werkbänke daran arbeiten lassen. Man kann Aufträge splitten, man kann Schalttafeln bauen, mit denen verschiedene Werkbänke miteinander verknüpft werden. Man kann alles furchtbar kompliziert machen. Schauen wir uns gleich alles nur an, es wird von alleine noch komplizierter. 300 Leute, liebe Grüße an euch auf YouTube und auf Twitch, schön, dass ihr da seid. Falls ihr euch für das Spiel interessiert, Chatmoderatorin Kari postet euch bisweilen einen Link auf GamesPlanet, da könnt ihr die digitale Version des Spiels mit unserem Community-Gutscheincode mit ordentlichem Rabatt holen. Unterm Strich ist das Spiel dann nur ungefähr ein Viertel so teuer, als wenn man das zum normalen Preis kaufen würde. Wir planen das nächste Produkt, ein Regal. Gehen wieder hier rein. Und jetzt kommt ein neues Feature dazu. Hier seht ihr Anforderungen. Bislang war das völlig egal, in welcher Qualität wir etwas erwirtschaftet haben. Jetzt ist das anders. Es gibt ja zwei verschiedene Eigenschaften und es gibt Anforderungen dabei. Es gibt einen roten Wert, das ist die Haltbarkeit, und es gibt einen grünen Wert, das ist der Stil, also die Ästhetik. Das Produkt, so wie wir es im Augenblick hier geplant hätten, würde uns liefern 2 bis 4 bei der Qualität der Haltbarkeit. Das Ziel, wir brauchen nur 2 für diesen speziellen Auftrag. Und bei Stil 6 bis 12, wir brauchen aber 10. Wenn wir das Ziel übertreffen, haben wir davon finanziell gar nichts. Wir bekommen dafür nicht mehr Geld. Es reicht also völlig aus, wenn wir das hier einfach nur erfüllen. Aber 6 bis 12, wenn wir 10 brauchen, das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Die Eigenschaften hängen von den verwendeten Teilen und den Materialien ab. Wir gehen hier mal rein. Und haben 2 zur Auswahl. Nicht alles, was man an Rohstoffen einsetzen könnte, steht uns immer zur Verfügung. Hier wird es im Tooltext erklärt, was rot ist, können wir im Moment nicht benutzen, aus welchen Gründen auch immer. Ist nicht lieferbar oder wir haben keine Produktionskette, wo uns dieses Zwischenprodukt hergestellt wird oder welcher Grund auch immer. Die gelb sind oder beige, die können wir dagegen einsetzen. Und wir setzen diese Variante ein. Das ist sogar die etwas bessere Qualität hier, 7 bis 8. Einkauf. Ja, wir gehen hier drauf und daraus wird jetzt hier, genau, hier können wir auch nochmal kontrollieren. Wir können helles Holz oder wir können dunkles Holz uns holen. Und im Augenblick ist das helle Holz vorausgewählt und das würde völlig reichen. Wir würden das Ziel auf jeden Fall erreichen. Und da das dunkle Holz mehr kostet im Einkauf, 6 Gold mehr pro Rohstoffeinheit als das billige, helle kaufen wir auch das billige ein. Wir sind ja hier, das reicht ja völlig aus. Das heißt, wir wählen das. Hier ist es auch gewählt. Dann müssen wir die Apropos Ziele übrigens. Es kam gerade die Frage auf, ob das Ding eigentlich einen Story-Modus bzw. ein Ende hat oder ob das komplett frei gespielt wird. Also ich habe bislang nur diesen Modus entdeckt. Also den Modus, den wir gerade haben, wo man halt aus kleinen Anfängen im Sandbox-Modus irgendwas Großes ausbaut. Kann sein, dass noch irgendwas dazukommt, das weiß ich nicht, aber das ist das Einzige, was ich bislang gesehen habe. Aber damit ist man auch gut und lange beschäftigt, vor allem auch deshalb, weil der Raum auf dem Tisch ja begrenzt ist. Das heißt, man kann nicht alles, was baubar ist, auch wirklich bauen, dass man bei einer anderen Partie mal was anderes ausprobieren kann. Außerdem gibt es 2 Arten von Spezialisierungen für die Fabrik und je nachdem auch ein ganz anderes Spielerlebnis. Die eine Spezialisierung ist Massenproduktion und die andere ist die Spezialisierung auf eine Luxusgüter- oder Elitegüterproduktion. Beide sind erst später wählbar, wenn man bei der Forschung so weit ist, dass man eine solche Spezialisierung wählen kann. Bei der Massengüterproduktion geht es darum, unheimlich viele Leute zu beschäftigen, die große Stückzahlen von Massengütern halt herstellen und dann auf den Markt drauf pumpen. Bei der anderen Variante geht es darum, dass man Aufträge reinbekommt, wo in der Qualität die Sachen viel, viel besser sein müssen, aber wo man dann auch viel komplexer vielleicht die Produktionsketten erstellen muss, damit man wirklich diese edle Sachen herstellen kann. Das sind verschiedene Spezialisierungen und je nachdem kann man auch verschiedene Dinge ausprobieren und die Auswahl von Produkten und Produkttypen ist relativ groß, dass man immer wieder verschiedene Dinge auch einfach ausprobieren kann. Hier haben wir jetzt das erste kleinere Problem und zwar, hier werden jeweils dieselben Werkbänke gebraucht. Ich klicke hier mal drauf. Hier ist ein gerader Schnitt, hier braucht man einen geraden Schnitt und hier braucht man einen Stichsägenschnitt und alle an demselben Teil. Ich verlinke das hier mal mit, man muss also immer sagen, wo es gemacht werden soll. Wir verlinken es hiermit. Das ist jetzt passiert. Das ist jetzt mit der Tischlerstation verbunden. Das geht mir aber alles ein bisschen zu langsam. Deshalb mache ich Folgendes. Ich gehe wieder raus und wir kaufen mal
Wir können noch nicht kaufen. Nein. Ich wollte eine zweite Tischlerstation kaufen, weil ich dachte, ich mache einen auf Klugscheißer. Schon funktioniert es nicht. Wir gehen hier wieder rein. Wir gehen hier wieder rein und verbinden das hier ebenfalls hiermit. Das hier verbinden wir ebenfalls hiermit. Und dann werden hier diese Zwischenprodukte hergestellt. Das heißt, hier wird jetzt hergestellt, das wird jetzt zurechtgeschnitten. Ein Holzbrett 80 cm entsteht. Wir hatten begonnen mit Rohholz. Hier hatten wir ebenfalls begonnen mit Rohholz. Daraus wird jetzt produziert ein Holzbrett 20 cm lang. Und das wird dann an der Werkbank zugeschnitten zu einer Regalstütze D. Und diese beiden wiederum werden dann später in der Endproduktion, jetzt brauchen wir einen neuen Arbeitsplatz, hier verbunden mit einer Montagestation. Und die müssen wir neu kaufen, das geht also hier nicht. Wir gehen hier hin und kaufen jetzt eine Montagestation. Die stelle ich in die Nähe hin. Die, sagen wir mal, hier auf die Seite stelle ich die. Ich mache mal diese Ansicht hier wieder an mit der Hindernislinse. Hoppla, was ist denn jetzt los? Jetzt kann ich sie nicht mehr bauen. Das ist der Tutorial-Effekt. Da muss man Dinge auf eine bestimmte Reihenfolge machen. Jetzt stellen wir es hier hin. Wenn es zu rot ist, sind die Leute zu langsam, aber das sollte eigentlich gut gehen. Wenn man hier die, wenn die durch die Tür laufen wollen, hierdurch wird es auch rot, dann würden wir es hier ausbremsen, wie die sich bewegen. Deshalb stelle ich das an den Rand und hier in die Ecke. Bestätigen das. Es liefert nochmal minus 5 Lärm und die Laune sinkt auch ab. Wir kaufen das für 2805. Hier ist es entstanden. Gehen wieder zurück in den Planungsmodus. Verbinden das jetzt hiermit. Alles ist fertig und müssen den Plan jetzt nur noch bestätigen. Die Qualitätsstufen passen ja auch. Und auf geht's. Ich mach. Jetzt seht ihr, wie sich das hier mit der mit den Tempozonen verändert hat. Hier, was dunkelrot ist, bewegen die Leute sich sehr, sehr langsam. Da kommt die erste Lieferung rein. Rohholz wird geliefert, wird hier im Lager jetzt gleich abgestellt. Pardon, zuerst wird, das muss auch geliefert werden. Die Montagestation wird als erstes geliefert. Über 300 Zuschauer, liebe Grüße an euch auf YouTube und auf Twitch. Schön, dass ihr da seid. Wir zeigen euch Little Big Workshop. Writing Bull an meiner Seite, die Chat- und Co-Kommentatorin. Das ist Kari. Hallo Kari. Einen wunderschönen guten Abend. Und was mir übrigens gerade so auffällt, wo sind deine Leute überhaupt hin? Ach, da kommt einer. Okay. Kommen alle der Reihe nach. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus. Falls man die Leute sucht, kann man die auch hier rüber sich anzeigen lassen. Untätige Arbeitsplätze, die helfen jetzt ein bisschen beim Schleppen. Nee, noch nicht. Die tun gar nichts. Wo sind die denn? Geh mal rausgucken. Die lungern hier irgendwo in der Gegend herum. Achtung, hier gibt es schon die erste Anzeige. Einer unserer Arbeiter ist vor Erschöpfung zusammengebrochen und er liegt sehr passend mitten in der Wand. Er hat zu wenig Kaffee bekommen oder was auch immer. Unfassbar, hier liegt er. Das heißt, wir müssen dringend helfen. Ja, so ein Türpfosten im Rückgrat stelle ich mir auch sehr unbequem vor. Da können wir aber was machen, Kari. Wir bauen einfach einen Pausenraum. Jetzt ist ein Coffee Maker steht zur Verfügung. Und der Coffee Maker 2000... Ich sitze schon wieder. Ah, ihr könnt das trotzdem so halbwegs sehen. Ich gehe mit der Kamera nur mal ein bisschen weiter nach rechts, damit ihr das noch besser sehen könnt. Also wir kaufen einen Coffee Maker 2000 für 1500 Gold. Da unten sind Zahlenwerte. Plus 3 und dann eine 4 mit einem Pfeil nach oben. Plus 3 heißt, dass, wenn ich richtig informiert bin, 3 Leute den benutzen können. Und 4 heißt, dass dadurch die, also 3 Leute können gleichzeitig da stehen und Kaffee daran trinken. Und 4 bedeutet, dass der über Zeit einen positiven Energieeffekt von 4 Energie hat. Also die Leute kriegen wieder Energieeffekt, ist bei 4. Andere haben vielleicht einen 6er-Effekt oder einen 2er. Das ist so ein guter Durchschnitt. Wir kaufen den mal hier. Jetzt improvisieren wir einen kleinen Pausenraum. Stellen wir hier mal hin. Kaufen das Teil. Achtung, das wird noch nicht geliefert. Wir kaufen gleich noch ein paar Sachen dazu, damit wir... Wir können auch noch gleich nochmal ein Vendrotron dazustellen, einen Kaufautomaten für Snacks. Dann erhöht sich die Kapazität auf 4 und nochmal 4 Energie hier drauf. Was ich noch nicht ganz genau kapiert habe, ist, wie das funktioniert mit diesen Energiepfeilen nach oben. Also wenn ich das hier in diesem Pausenraum, der ist hier automatisch zugewiesen,
Also ob jetzt die Leute in Summe 8 bekommen oder wie das läuft. Wir bauen noch ein paar Sachen mehr, damit die was haben, wo die sich hinsetzen können. Setzen wir noch einen Pausentisch hin mit einer 6er Energiewert. Hier können müde Arbeiter lästern und darüber diskutieren, wer hier das Sagen hat. Kostet 800. Und stellen wir hier in die Nähe der Tür, aber nicht zu dicht an die Türrand, damit die Leute noch ein bisschen rennen können. Bestätigen das. Und jetzt muss alles erstmal gekauft werden. Kostet in Summe über 4000. Steht uns jetzt zur Verfügung. Für Kinder vielleicht zu komplex. Mutmaßt Tempera. Lieben Danke übrigens an Tempera. Du bist der Letzte gewesen, der neu dazugekommen ist auf Patreon. Auch bei dir an dieser Stelle mal live ein Dankeschön an dich, dass du ein neuer Sponsor bist und mich unterstützt auf Patreon. Ganz lieben Dank dafür, dass du das machst. Bist vor 2 Tagen, glaube ich, dazugekommen und gehörst jetzt zur Gruppe von 47 Sponsoren, die ich habe auf Patreon. Ganz lieben Dank an dich. Damit finanzierst du unter anderem unsere Livestreams hier, weil das ja ein Goal ist, ein Meilenstein, dass 2 Livestreams mindestens stattfinden pro Woche. Danke dir. Keine Toilette. Wird im Chat. Nein, tut mir leid. Jetzt wird hier geliefert. Ich lasse das Tempo noch an. Ich gucke immer wieder in den Chat rein, ob ihr es gerne schneller hättet, aber noch hat sich keiner beschwert. Und jetzt werden die Aufträge hier von alleine erfüllt. Das sind, wie gesagt, Aufträge an einen speziellen Kunden, wenn man, hier füllt sich allmählich das Lager. Später, wenn man Aufträge über den Markt angibt, muss man dafür automatisch sorgen. Vor allem, wenn das Massenaufträge sind, dass das Lager auch entleert wird, da muss man regelmäßig den Auftrag aufsuchen und sagen, holt euch da wenigstens mal eine Teillieferung ab oder andere Sperränzchen. Lager wird langsam voller. Wir gucken mal, was wir sonst bauen können. Wir können noch Deko bauen, aber alles mit Vorhängeschloss. Schaut mal die Effekte. Plus 5. Bei den Gute-Laune-Werten. Das ist relevant für... Ich mach das mal wieder weg. Schaut mal oben in diesem Modus hier Raumeffekt-Linse. Laune bei minus 10. Könnten wir Deko schon kaufen, würden wir den Leuten einen Kaktus hinsetzen oder irgendwas, was ihre Laune peppt, damit die nicht so schnell für mehr... dass sie nicht so schnell Energie wieder auftanken müssen. So, jetzt gehe ich aber doch mal rein in die Beschleunigung, gebe ein bisschen Gas, damit wir auch weitere Spielelemente noch freigeschaltet bekommen. Was ich aber auch mache, ist bei der lokalen Aufzeichnung auf YouTube, ich mache da so einzelne Abteilungen von, da mache ich jetzt einen kleinen Cut. Stream läuft weiter, nächstes Video der Aufzeichnung, sage ich den Leuten in der Aufzeichnung, kommt in Kürze.